Das wird eine lange fucking Nacht, Mann. Hi, herzlich willkommen an die Scrap. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Welcome to the Game Deep Web Arschvergewaltigungssimulator 2. Ich habe mich ein bisschen informiert und ich habe eine Sache rausgefunden, wo ich jetzt sehr gut verstehen kann. Das Spiel macht 30 Mal mehr Spaß, bei Leuten zuzusehen, als selbst zu spielen. Ich habe gestern Nacht ein paar Streamern zugeguckt und ey, immerhin haben alle Leute, die hier Videos von machen, eine Sache gemeinsam. Alle hassen das Spiel und niemand mag es, das zu spielen. Weil es fucking anstrengend und frustrierend ist. Okay, ich habe ein paar Sachen gelernt, ein paar Sachen auch von euch in den Kommentaren. Das heißt, wir werden jetzt eine lange Nacht damit verbringen, mal zu sehen, wie weit wir hier wohl kommen werden. Okay, es gibt ein paar sehr wichtige Sachen, die ich einfach überhaupt nicht gerafft habe. Unter anderem muss man alle paar Minuten oder so oft wie möglich das WLAN wechseln, weil dann weiß die Polizei nicht, wo man ist und die Polizei kommt dann auch nicht. Was gut ist. Sef hat mir erzählt, anscheinend hat er das auch am Anfang irgendwann erzählt. Ich weiß nicht, wie ich das dann überhört habe. Wahrscheinlich hat er mir so viele Infos gegeben, dass ich ein paar Sachen einfach vergessen habe oder vielleicht war es auch irgendwann in einer dieser Notizen nicht gelesen habe. Noch dazu muss ich ganz am Anfang des Spiels, wie auch immer man das wissen soll, aus dem Haus rausrennen, da eine Drohne abfangen, Paket nehmen und dann ist das Paket oben in der Wohnung und damit kann man dann was machen. Das ist dieses Geld generiert Ding. Ja, fuck you. Wer ist Adam? Das ist mir völlig egal. Ich werde jetzt nicht an den Anruf gehen. Ich glaube, ich lehne ihn einfach mal direkt ab. Und werde jetzt direkt mal den Router nehmen. Und hier hinstellen. Wenn ich hier an die Stelle hier mache, habe ich anscheinend Zugriff auf zwei verschiedene WLANe. Und das kann ich auch mitnehmen. Taschenlampe brauche ich anscheinend, weil das Licht ab und zu ausgehen kann. Wir lernen viel dazu. Und jetzt werde ich mal nach unten gehen. Ich kann anscheinend. Ja, ich kann das Ding auch abschließen mit der rechten Maustaste. Wäre vielleicht ganz gut zu wissen gewesen. Ich weiß nicht genau, wie man genau runterkommt. Ich meine hier. Geht's hier wirklich runter? Es ist halt fucking dunkel. Okay, hier kann ich auch den Strom wieder einschalten anscheinend. Oh mein Gott. Wer bin ich? Replace door lock. Breaker trips. Okay, whatever. Ist jetzt erstmal hoffentlich nicht wichtig, weil mein Strom ist noch an. Es gibt aber anscheinend Dudes, die den Strom ausschalten können. Das Spiel ist viel größer, als man anfangs denkt. Deswegen mega Respekt an den Entwickler auf jeden Fall. Auch wenn der gefühlt ein kleiner, arroganter Wichser ist, der Entwickler. Weil er einfach, der baut so oft Sachen ins Spiel ein, wo alle YouTuber sagen, mach das nicht, das ist scheiße. Und der sagt, nö, mach ich trotzdem. Wie zum Beispiel, das verfickte Mikrofon im Spiel rafft, wenn man redet. Und das kann man nicht ausschalten, nicht wirklich. Das heißt, wenn ich mich vor irgendwie verstecken muss, darf ich einfach nicht reden. Sonst wissen die Gegner, wo ich bin, weil die mein Mikrofon hören. Das ist keine gute Idee für YouTuber. Just saying. Mach das nicht. What the fuck, ich bin immer nicht? Doch, bin ich. Das ist scheiße dunkel, Mann. Okay, bin ich hier richtig? Wie groß ist das Scheißhaus? Sandy Lobby? Das ist riesig. Lobby. Ach du Kacke. Okay. Kann ich den Computer eigentlich auch angehen? System locked. Ich kann das irgendwie hacken und da auch dran gehen. Okay. Also ich gehe jetzt raus aus dem Haus. Hier. Okay. Oh nee, sag mir nicht, ich muss zuerst mit ihm reden. Oh fuck my life, wo bin ich hier? Ich habe keine Ahnung. Okay, anscheinend ist hier unten nichts. Aber hier soll anscheinend irgendwann eine Drohne auf einen warten. Und die sollte ich mir wahrscheinlich dann schnappen. Okay, dann rennen wir nochmal hoch und werden uns ein paar schöne Sachen erzählen. Sonst vergesst es rauszuschneiden, dann seht ihr zu, wie ich hier zwei Minuten lang so sitzen, das ist sehr unangenehm. Das ist das Schlimmste bei diesen langen Einteilern. Jedes Mal beim Aufnehmen merke ich mir, okay, das musst du rausschneiden. Und dann mache ich es im Endeffekt doch nicht, weil ich einfach dämlich bin. Warum geht der scheiß Fahrstuhl nicht? Okay. Also, ich habe mir jetzt ein paar Grundinformationen angeguckt, dass ich so ein bisschen weiß, wie das Spiel funktioniert. Den Rest müssen wir aber dann selbst machen. Es gibt ein anderes Feature im Spiel, was mir die Motivation, das durchzuspielen, fast komplett genommen hat. Und zwar musst du an deinem PC mehr oder weniger realistische Hacker-Befehle eingeben, um die WLAN-Passwörter von anderen Routern zu knacken. Und es wird dir nirgendwo auch nur annähernd erklärt, wie das gehen soll, was naja, geht so gut designt ist. Kann man mal ganz offen sagen. Wo zum Fick war meine Wohnung? Fuck. Ich habe absolut keine Ahnung mehr, wo meine Wohnung war. Hier? Great. Ich schätze, nicht hier, sondern woanders. Okay, ich weiß aber auch nicht, ob die Gegner überhaupt getriggert sind, wenn man absolut gar nichts macht.
Weil langsam ich ein bisschen Angst, dass ich einfach sterbe, aus irgendeinem Grund. Ich wüsste nicht wieso, aber könnte ja passieren. Wäre sehr nett. Okay. Hier? Ich glaube, das ist richtig. Das hier? Hey! Nett. Okay, so. Dann trigger ich doch mal ein bisschen weiter den Scheiß. Drücke auf, was muss ich drücken? Shadow Market? Nein. Kann ich anderes WLAN rein? Ja, ich habe jetzt zwei verschiedene WLANs als Möglichkeit, was gut ist. Hey, wie trigger ich denn Adam nochmal? Ah, wollte gerade sagen. Okay, ablehnen. Und jetzt runterrennen, oder? Ich glaube, jetzt kommt seine abgefuckte Scheißdrohne und beliefert mir ein paar schöne Sachen. Okay, ich werde das nur einmal mit ansehen lassen, wie ich hier runterrenne, weil das ist ein bisschen nervig. Jetzt, wenn man stirbt, muss man es halt alles nochmal machen. Man muss wieder runterrennen, wieder die Scheiße holen, wieder den Router umstellen und so weiter. Noch dazu, ich hätte eine Idee, die würde das Spiel viel angenehmer zu spielen machen. Und zwar, die Polizei kommt ja fucking grundlos. Wenn du einfach nur ins Internet gehst, kommt die Polizei und will dich umlegen oder festnehmen. Wie wäre es denn, wenn die Polizei nur kommt, wenn man wirklich illegale Sachen im Deep Web macht? Also wenn man zum Beispiel auf irgendeinen Kauflink klickt für Kinderpornos oder sowas und dann kommen die vorbei und wollen dich halt schnappen. Das wäre wesentlich angenehmer, weil dann wüsste man auch, okay, jetzt kommt gleich die Polizei, ist logisch, ich hätte da nicht draufdrücken sollen, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Und dann würde man da einfach vorher wissen, dass man ein bisschen darauf vorzubereiten hat, weil jetzt ist halt immer ein bisschen random. Die kommt einfach, weil du auf den Browser geklickt hast und denkt, ey, wir haben, ja, da ist er. Hi. Droppst du mir was? Buddy? Na? Okay, thank you. Sehr, sehr korrekt von dir. Seth hat mir auch einen anderen Tipp gegeben. Bei dem Spiel musst du sehr viele Tipps holen. Wo anscheinend Seth the Killer hat da ziemlich gestruggelt. Sobald du das Paket aufhebst, ist es oben in deiner Wohnung. Du musst es nirgendwo hinstellen oder sowas. Es ist einfach oben in deiner Wohnung drin. Soll ich vielleicht mal anmachen. Und hat da jetzt, meine ich, diesen DOS-Coin-Collector, den ich einfach irgendwo hinstellen kann. Und kriegt dann Geld von dem. Heute kam übrigens ein Patch raus. Habe ich eben extra gelesen. Wo der Entwickler geschrieben hat, dass man jetzt auf diesem Collector, auf diesem Geldding, sehen kann, wie viel Geld das generiert. Also ob der Platz, wo man es hinstellt, gut ist oder ob es schlecht ist. Wenn es grün anzeigt, ist es sehr gut. Deswegen stelle ich ihn gleich mal einfach irgendwo hin und guck mal, wo es passt. Wahrscheinlich ist hier oben direkt bei mir nicht gut. Ich habe das Gefühl, ich sterbe einfach gleich schon. Obwohl ich einfach nichts gemacht habe. Mein Sound ein bisschen leiser, ich traue der Scheiße nicht. Aber, ah, 803, okay. Wo ist das Ding jetzt? Also schließe ich erstmal ab. Und gucke, wo das Teil steht. Ich dachte, würde ich es einfach irgendwo stehen. Draußen? Nö. Kann ich es abschließen? Ne, das kann ich natürlich nicht abschließen, großartig. Hä? Jetzt bin ich verwirrt, weil ich dachte, ich hätte das Ding jetzt einfach... Ah, hier. Was gehört. Ah. Warte mal. Sehe ich jetzt, wie viel Geld ich damit verdiene, wenn es hier einfach hängt? Ah. Grün? Bist du an? Ich habe keine Ahnung, ob ich damit jetzt Geld verdiene. Ich guck mal nach. Ja, kriege ich. So gar nicht so unglaublich wenig. Also lasse ich das jetzt einfach so? Ich ändere mal mein WLAN lieber wieder. Okay, also wenn man halt diese schnellen Connections haben will, muss man die anscheinend erhacken. Was sehr kacke ist. So, ich würde sagen, wir gehen als allererstes. Welcher Markt war das, wenn ich rein müssen? Den hier? Damit können wir Sachen hacken. Ja, ich weiß auch nicht, wie das geht, deswegen, whatever. Hier, das mit dem Hacken, das ist gut. Motion Alert, den brauchen wir definitiv anscheinend. Chance gehackt zu werden, hochmachen.
Ja, komm. Why not? Minimieren. Und VPN ist inaktiv. Wechseln nochmal. Ne, WLAN soll ich vielleicht nicht wechseln, während ich Sachen runterlade, oder? Das ist, glaube ich, nicht so smart. Aber wir verdienen jetzt auf jeden Fall Geld. Das ist gut. Was ist das für eine Tür? Was, das ist ein Türsymbol mit einer 1 daneben. Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Aber gut. So. Dann würde ich sagen. Spy ist installiert. Anscheinend. Och, ich will nicht. Okay, WLAN wechseln. Und rein ins Internet. Machen wir Notes mal auf der anderen Seite auf. Was ist das für ein Zeichen? I don't know. Okay. So viele Seiten, wo ich nicht drauf will, Mann. Okay. Black Market. Anscheinend soll es diesmal noch schlimmer random verteilt sein. Die Sachen können wirklich überall auf einer Seite sein. Das heißt, man kann anderen Leuten nicht mehr Tipps geben. Es kann auf jedem Wort sein, jeder Ecke, auf jedem Bild, im Source Code. Und das wird schlimm. Wow, danke. Bevor wir jetzt mal richtig reinspielen, will ich euch kurz was zeigen. Angeblich kann man nämlich auf fucking YouTube gehen. Im Spiel selbst. Was ganz cool ist. Man kann auf jeden Fall Twitch-Streams hier selbst angucken, was ich eine nette Idee finde. Muss ich sagen. Geht's? Jesus, oh. Es ist schon cool und creepy gemacht. Respekt. Respekt an den Entwickler hierfür. Der hat so viele Kleinigkeiten eingebaut, die es einfach alle ein bisschen schlimmer machen. Und das ist eine Sache davon. Okay. Gehen wir wieder auf unsere Homepage, wenn es nicht 18 Jahre wieder lädt. Ich will mal wieder ändern, man. Ich traue der Kacke überhaupt nicht. Okay. Okay. Ich bin ein bisschen nervös. Vielleicht verständlich. Ist ja vielleicht verständlich, warum ich ein bisschen nervös bin. Okay. Warum gehe ich auf die Homepage? Hä? What? Alter, ist das langsam. Ich brauche dringend ein anderes WLAN, Mann. Das ist ja absolut schrecklich. Warum geht das überhaupt nicht? Ist mein Connection zu schlecht? Refresh. Das ist einfach nur die Homepage, auf die ich drauf will. Warum geht die nicht? I don't get it. Ich meine, ich verdiene permanent ein bisschen Geld, was nett ist. Deswegen lasse ich das Ding einfach mal draußen. Mir ist egal. Ey, ich raff's nicht. Adams Twitter, Adams YouTube. Nope. Wieso geht das nicht? Das ist einfach nur die Homepage. Oder habe ich irgendwas anderes geladen? Weil ich meine, ich habe schon ein paar Mal versucht, auf die Homepage zu gehen. Es hat überhaupt nicht geklappt. Komm. Jetzt geht's. Okay. Borrow my daughter. Großartige Seite. Da würde ich unbedingt drauf gehen. Okay. Oh, ich bin jetzt schon nervös. Ich bin jetzt schon nervös, dass ich gleich verrecke. Und ich habe nicht mehr lange Zeit. Schon. Okay. Tut mir leid, dass ich nicht wirklich durchlesen will, was hier steht. Aber der Typ verkauft seine Tochter an den höchsten Bieter. Und die Tochter macht alles, was in irgendeiner Form wichtig ist. Okay. Okay, hier ist nichts. Kann ich bieten? Nein. Okay, Source Code. Ganz schön durchlesen. Okay. WLAN ändern. Auch wenn die Connection wahrscheinlich absolut grausam kacke ist. Fuck my life. Kann ich irgendwie durchgucken? Großartig, großartig, großartig. Ich bin jetzt schon nervös, ob ich absolut gar nichts habe. Das ist doch schön. Das können wir zumachen. Machen wir Seite Nummer 3. Ach, das Schlimmste ist halt, dass manche von den Scheißseiten halt irgendwann in der Nacht erst funktionieren. Und das weiß ich halt vorher einfach nicht. Okay. Vielleicht waren wir letztes Mal schon mal.
Hier scheint nichts zu sein. Ne, manchmal sieht es aus, ob ich was klicken könnte, aber dann kann ich gar nichts klicken. Submit. Nee. Okay, auf der Seite selbst ist nichts. Hier vielleicht? Alter, ist das langsam. Ist hier irgendwo ein Key drin? Nee. Wie komme ich ändere wieder das WLAN? Okay, so. Resetten. Währenddessen gehe ich mal. Guck, ob ich vielleicht irgendwas kaufen kann. Motion Sensor, ich brauche den halt schon. Vielleicht zwei. Oh! Oh, fuck you. Oh, ich rechne so hart überhaupt nicht damit. Der schreckt mich einfach so übel. Alter, das ist laut. Fuck, ich dachte, es wäre viel leiser. Okay, was muss ich machen? Das Ding. Alles klar, das kann ich. Habe ich gut gemacht, ne? Ich habe fast kein Geld dafür bekommen. Wow. Okay. Ich glaube, ich bin safe. Erstmal. So, was kann ich als holen? Police Scanner. Oh, das brauche ich. Ich brauche alles. VPN für mehr Geld. Ich glaube, das ist... Was soll ich darauf sparen? Das kann ich hier nochmal holen. Victor Hack. Hä? Habe ich es nicht geholt? No. Ich sehe gar nichts. Oh! Why? Why? Ich habe permanent mein WLAN gewechselt. Und ich habe es viel zu oft gewechselt. Ich habe sie alle zwei Minuten nur so. Macht echt Spaß. Und wir rennen raus. Holen uns von den Drohnen das Paket. Und verschwinden dann wieder. Nee. Komm, drop. Dankeschön. Geil. So. Tür verschließen. Ding schnappen. Wo machen wir es diesmal hin? Wahrscheinlich wieder einfach hier draußen, oder? Das schien ja recht gut geklappt zu haben. Wieso ist es manchmal grün und manchmal rot? Ah, hier. Ach, ist das mit dem Grün gemeint? Mit der Farbe, was anzeigt, wie viel es bringt? Oder what? Weil ich sehe da dran selbst jetzt nur das Grün da oben, aber es hat wahrscheinlich einfach nur, dass es funktioniert. I don't know. Okay, wir zumachen. Taschenlampe nehmen, habe ich eben noch nicht gebraucht. Was ist das da? Ich habe keine Ahnung. Tür ist abgeschlossen. Eigentlich würde ich sagen, jetzt gehen wir halt wieder. Was hatte ich gerade? Okay. Ja, wir werden ins Internet, schätze ich. Great, da habe ich Bock drauf. Okay, vielleicht werde ich jetzt immer nicht 18.000 Mal gehackt. Homepage. Wie jetzt? Aber du hast einfach gar keine Connection. Ah, ich habe das Gefühl, ich muss am Anfang andere WLAN-Dinger hacken, sonst habe ich gar keine Chance. So. Wie, es geht nicht. Habe ich meinen fucking Router nicht dahingestellt? Doch. Der ist da. Wieso geht das nicht? Ah, es dauert einfach nur 14.000 fucking Jahre. Großartig. Okay. Schauen wir mal, was hier passiert. Da habe ich jetzt okay Connection mit. Ich bleibe jetzt mal immer 2-3 Minuten oder so in jedem WLAN und wechsel dann. Oh, das geht einfach nicht. Dann probier's mal mit dem anderen. Vielleicht geht's ja damit. Okay. Ich habe das Gefühl, wir müssen gleich mal neu starten, müssen auch von Anfang an diese WLAN-Dinger hacken, sonst geht's einfach gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Vielleicht trafen wir es ja irgendwie. Mal sehen. Also, nein. Geht. Komm mal, vielleicht ist die Seite vielleicht einfach down. Kann auch sein. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, guck mal, was zu dem Zeitpunkt jetzt gerade die Polizei von uns weiß. Nichts. Die haben absolut keinen Grund, warum sie uns irgendwie suchen sollten oder so. Ich habe was gehört. Keine Ahnung. Okay, wenn die Seite geht, wechsle ich das WLAN und resette. Und? Okay. Geht nicht.
keine fucking Seite geht. Nichts geht. Wie zum Fick habe ich letztes Mal sofort einen Key gefunden? I don't get it. Whatever. Okay. Wechseln wir. Resetten. Gucken kurz mal draußen. Es gibt ja keinen Grund. Warum sollten sich jetzt schon irgendjemand verfolgen? Ich finde so die ersten zwei, drei Keys sollte man einfach safe sein. Du musst halt 8 Stück finden. Und wir haben jetzt einmal einen gefunden, weil wir auf der allerersten Seite waren. Das war's. Waren wir schon auf Corpses for Sale eben gerade? Nein. Ich glaube, wir waren auf der Surgery-Seite. Sehr schnelles Internet, vielen Dank. Anscheinend darf man übrigens auf die Dollmaker-Seite nicht draufgehen. Oder nur ganz kurz. Weil sonst holt man sich halt den Typen zu sich nach Hause und der will dann, dass man sehr unangenehme, gruselige Sachen macht, sonst bringt er ihn um. Und davor sollten wir uns vielleicht schützen. Vom VPN Level 1. Kein Motion Sensor. Wechseln. Neu machen. Was kann ich denn sonst noch machen? Immer wieder rausgucken, aber ist halt so die Sache. Ich meine, wie denn? Ah, doch, geht. Ich hatte hier gerade was gehört. Don't waste it. Gehen wir auf die Seite. Ich weiß, sie haben die Drogenseite gerade ausgelassen, aber da müssen sie so unglaublich viel suchen. Ich würde sagen, das lassen wir erstmal. Es ist wahrscheinlich wieder so, wo du so auf 18 verschiedene Seiten klicken kannst. Hier wird irgendwo drauf geklickt. Aber wo drauf? What the fuck? Vielleicht steht hier irgendwas? Ich glaube, ich kann aber nichts anklicken. Scheint nicht so. Okay, WLAN wechseln. Resetten. Kurz draußen gucken. Okay. Muss ich auch draußen gucken? Kann von hier was kommen? Von hier halt theoretisch. Es ist unglaublich dunkel, ich sehe fast nichts. Warum kann ich das ja eigentlich nicht zumachen? Ach, komm. Sei still. Einmal zurück. Und dann hier einfach mal ein bisschen weiterschauen. Vielleicht kann ich die andere Seite auch anklicken. Ey, so ein Spiel, man darf eigentlich überhaupt nicht reden. Wenn man die ganzen Sachen verpasst, die gesagt werden, oder die man nicht hören könnte. Okay, rechts ist yes, links ist no, wenn man draufklickt. Was immer das für eine komische Seite ist. Ach, das hatten wir schon letztes Mal. Ist gar nicht creepy. Okay, nochmal zurück. Nur auf der richtigen Seite gucken. Vielleicht ist da irgendwo an der Seite, was man anklicken kann oder so. Ich meine, ich finde gut, dass es diesmal nicht ganz so viele Seiten gibt, immerhin. Okay. Ich weiß nicht, wie oft ich rausgucken muss. Ich habe keine Ahnung. Das Spiel macht für mich noch keinen wirklichen Sinn. Ich steppe immer an Stellen, wo ich denke, das überhaupt nicht sein kann. Deswegen lieber mal nochmal safe gehen. Ich habe das Gefühl, ich da noch nicht drauf gehen sollte. Ich gehe mal auf die Drogenseite. Ach komm, vorher mache ich lieber andere WLAN nochmal. Ist das jetzt die Drogenseite oder ist das die Homepage wieder? I do not know. Mal sehen. Ich würde das Spiel nie durchspielen. Das wird niemals klappen. Die Seite ist einfach down. Anscheinend. I don't know. Auf jeden Fall nicht viel Geld. Okay, ich darf nur irgendwas kaufen trotzdem. Nope, 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 nope. Skybreak. Ich hole es mir einfach mal. Und tu mir das Ding auch nochmal. Ich soll am besten einfach alles einmal offen haben, oder? Wo ist denn das Ding? So.
Und ich beides hier unten einfach habe, mich direkt draufklicken kann. Wahrscheinlich besser. Okay, weder noch mal switchen. Ich will einfach nicht zu lange auf dem gleichen bleiben. Ich habe das Gefühl, es ist einfach schlecht. Wenn mich, jetzt passe ich so auf, wenn mich jetzt die Scheißpolizei wieder erwischt, dann mache ich irgendwas komplett falsch. Ich muss nochmal nachlesen. Vielleicht darf ich ein paar bestimmte Sachen einfach nicht machen. We rock. Rock Collections halt. Okay. Okay. Mal sehen. Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Alter, soll ich auf alles draufklicken? Oh, das würde Jahre dauern, okay. Nope, 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 nope. Ich muss eigentlich schon wieder das WLAN wechseln, Mann. Komm schon, Polizei, ich will mir nur ein paar Steine angucken. Kann ich nicht dein Ernst sein, dass du jetzt kommst. Oder? Oh, war da was? Wenn ich meine Maus so schnell bewege, denke ich manchmal, dass da was war. Ich glaube, hier ist einfach gar nichts. Alter. Sandstone. Achso, ist einfach nur, als da ist. Okay. Nichts. WLAN wechseln. Ups. Und wieder auf die Homepage. Und hoffen, dass ich jetzt nicht wieder weggefickt werde von Polizei. Nein. Jedes Mal, wenn ich da hinlaufe, rechne ich damit, dass es gleich wieder umgelegt werde. Fuck this shit. Okay. Secret Cult will ich eigentlich noch nicht unbedingt hingehen. Aber guck mal, manche Sachen sind nicht drauf, sind jetzt markiert und andere nicht. Auf Avasatan war ich diesmal, glaube ich. Ich konnte da nicht drauf, deswegen ist es nicht markiert. Got it. Vielleicht geht's ihr jetzt. Und? Geht das eine WLAN einfach nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe eben gerade gewechselt, deswegen bleibe ich noch ein bisschen hier drauf. Ich bin, glaube ich, viel zu vorsichtig. Aber ich werde trotzdem sterben. Ich werde trotzdem einfach an der Polizei sterben. Safe. Ganz, ganz safe. Gehen wir auf die Gedichte-Seite. Okay. Nord Tunnel, Skybreak, was ist das eigentlich? Okay, damit kann ich was hacken. Ich habe nur keine Ahnung, wie. Close to them all. Okay, ist da vielleicht irgendwas versteckt irgendwo? Nope. Noch nutzlose Seite. Definitiv gleich WLAN switchen, wenn ich auf der Homepage bin. Kann ich eigentlich jetzt gleich machen, ne? Komm. Schneller. Okay. Kurz einmal checken, ob ich safe bin. Okay. Okay, so, dann mache ich das mal zu und guck mich mal, was ich hier machen kann. Yeah, falling crackers and what? Help vielleicht? WEP. List. Was willst du von mir? Help. What? Scan. Scan.
Wie soll man das alles raffen? Das scannst du jetzt oder? Ah. Ah, das sind die beiden, die ich drin bin, oder? Was soll ich jetzt machen? Help wieder? Ich habe keine Ahnung, Mann. Oh. Ja, ja. Okay. Ah, das ist schöner. Das nehme ich gerne. Okay. So. Ich raff das halt absolut gar nicht. Crack. Okay, ich muss Crack BSSS. Was ist das? BS. Ah. Wie krieg ich das denn raus? Hä? Okay. Das zeigt mir mehrere Sachen. Moment, Moment. Ja, aber das ist das, was ich schon habe. Oder, habe ich das schon? Nee, da bin ich noch nicht drin. Okay. Also ich muss... Oh mein Gott. Kann ich das kopieren? Ich kann es nicht kopieren. Willst du, okay, Moment. 2Y Z9 JB 4K JX. Okay, schreib mal hinter. CH 12 PWR. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob das wichtig ist. Okay. Das ist PWF 1382445. Okay, ich ändere mal kurz das WLAN. Okay, perfekt. Kurz checken. Gut. Ich weiß nicht, ob es noch andere Punkte gibt, wo ich checken muss, ob jemand kommen könnte. Ich warte mal einfach mal. Okay, so. Was soll ich jetzt machen? Crack. Was ist der Open Port? Ich habe keine Ahnung, was der fucking Open Port ist. Steht jetzt irgendwo? Ah, nee. Ich muss den muss ich wissen, oder? Probe. BSS-ID. Wo steht denn das? Ich habe keine Ahnung, Mann. Okay. Probe und dann ist ganz komischer. Probe 2Y Z9 JB 4K JX. Okay. 0 100. Doch, das hatte ich schon. Was? Dann find the network. Wieso? Ach, ich hab's K klein geschrieben. Komm. 1 bis 1000 kann ich nur, okay. Dann mache ich mal 1 bis 100. Muss ich einfach nur 50, ich muss einfach nur 100 eingeben? Null, 100? Hä? Ach, ein, okay. Got it. Sorry, ich bin doof. Okay. Ich glaube, jetzt geht's. Oh. Ich wurde gerade beim Hacken gehackt. Ist nicht schön. Was passiert überhaupt in dem Spiel, wenn ich wirklich gehackt werde? Verliere ich irgendwas? Ich habe nichts, was du mir wegnehmen könntest, Buddy. Ich bin kein gutes Hacking-Ziel. Okay, während ich das mache. Try different port range. 100, 200. Kann ich währenddessen das WLAN ändern? Wahrscheinlich nicht, ne? So. 200, 300.
Nee, schon wieder nicht. Okay, No. What? Spiel ich irgendwie in Hard Mode oder so? Vielleicht versteht ihr, warum das ein bisschen nervig ist. Ich hab einmal die Minute oder alle zwei Minuten mein scheiß WLAN geändert. Es muss an irgendwas anderem liegen. Es kann nicht sein, dass sie mich permanent die ganze Zeit erwischen. Ich muss irgendwie mal nachgucken, was ich falsch mache. Okay, ich habe noch einen neuen Tipp rausgefunden. Aus irgendeinem Grund muss man anscheinend die Position vom Router auch ändern. Und man soll noch öfter das WLAN ändern, was ich ein bisschen schade finde. Ich finde, es ist ein bisschen zu aggressiv von der Polizei, weil du bist einfach unglaublich langsam. Warte hier. Disconnecting from network will prevent you from being hacked, tracked by the police. Kann ich wirklich komplett disconnecten aus dem Internet? Das geht? Ich habe keine Ahnung wie. Aber gut. Ich würde sagen, wir probieren es. Wir werden diesmal versuchen, in ein neues WLAN reinzukommen. Vielleicht hilft das ja auch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Wir probieren es einfach mal. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die ganze Scheiße mal wieder eingesammelt habe. Okay. Nehmen wir das Ding wieder. Und platzieren es. Komm, gib mir eine grüne Stelle. Gib mir eine Stelle, die dir gefällt. Nein, diesmal nirgendwo eine gute Stelle. Das war schön. Du bist nirgendwo mit zufrieden, ja. Dann draußen vielleicht irgendwo? Ich habe keine Ahnung, Mann. Alles scheiße. Nichts gefällt dir. Ah, gelb. Kann ich raus? Nein. Ach komm, gelb, gelb reicht. Mit Gelb bin ich zufrieden. Ich muss an die Tür hier. So, das ist gut. Gute Stelle. Gelb gefällt mir. Okay. Rein. Tür zu. Tür abschließen. Router ist hier. Okay. So. Dann mal wieder alles von fucking vorne. WLAN wechseln. Ich kann nicht disconnect einfach mal. Muss ich drin bleiben? Wahrscheinlich nicht. Kann ich das benutzen, wenn ich offline bin? Anscheinend schon. Wieso auch immer das geht. Okay, WEP. Scan. Okay, dann brauche ich die Notizen. Dann können wir gleich wieder alles aufschreiben. Ich glaube, das muss ich nämlich wirklich machen. Ah, wenn man zumindest irgendwie speichern könnte oder so. But no. Was ist mit PWF? Ups, ich wollte hier eigentlich schreiben. PWF. 1, 3, 8, 2, 4, 4, 5. 5, Q, S, F. 5, Q, nicht 4, Q. 5, Q, S, F, K, 7. A, A, I, Q. 12. 6, 9. Das wird egal sein, oder? Ist es gleich wie letztes Mal? By the way. Ich gehe stark davon aus, dass das Passwort sich diesmal ändert. Was muss ich jetzt nochmal eingeben? Probe, oder? Probe 5Q SF K7 AA IQ 100. Okay. Ich bin in keinem WLAN drin. Es darf also nichts passieren, oder? Wenn ich richtig liege, müsste ich jetzt komplett safe sein. Meine ich. Okay. Machen wir 100 bis 300. Ich weiß nicht, ob man zu viel machen kann oder so, aber deswegen betreibe ich das einfach mal lieber nicht. Und warte. Kann ich eigentlich ein VPN? Ich habe kein VPN, okay. Anscheinend kann man übrigens immer noch gehackt werden, während man nicht im Internet ist. Frag mich nicht, wieso das geht, aber es geht anscheinend. Für hey, why not? Okay, das ging auch nicht. 300, 500. So, ich darf keinen Strich machen. Ah. So. 300 bis 500. Vielleicht hier irgendwas Richtiges dabei. Muss das echt so lang machen? Ich meine, okay, ich habe es halt verstanden, wie es funktioniert.
Also schon sehr anstrengend. Vor allem, wenn man das jedes Mal am Anfang von jedem Spiel machen muss. Damit man ein paar verschiedene WLANs bekommt. Come on. Ah, 500 bis 1000, Alter. Fuck this shit. Währenddessen nehme ich mal das WLAN. Das WLAN vor allem, den Router. Wo kann ich ihn sonst platzieren? So. Vielleicht ist das ja eine schönere Stelle. Was sagst du Schönes? WEP-DW? Ach, 551 ist der offene Port, okay. 551. Was muss ich jetzt damit machen? Crack, oder? Wo war das? Ne, Crack. CH war 12. 12551, okay. Crack. Crack. 5Q SF K7 AA IQ 12551. Ich sehe es nicht. So richtig. Was ist die BSS ID was anderes? 5Q SF K7 A. Hä? 5Q SF K7. Moment, vielleicht muss das andere erstmal wegmachen. Das verretten. Download Links im Spiel, was ich eben meinem Kumpel geschickt habe. Sehr gut. Das war hier am Fan. Das sollte ein Kumpel von mir spielen. Warum ich das immer noch im Kopieren? Whatever. Anscheinend habe ich nichts anderes kopiert im Spiel. Sehr schön. Okay. Vielleicht muss ich andere erstmal wegmachen. Das ist doch. Das ist nicht der richtige. 5Q. SF K7 AA IQ. Ich hab's ja eben auch eingegeben, da war's richtig. 12 551. I don't get it, man. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Hier nochmal Crack. Ja. Ich frage es nicht, Mann. Habe ich da wie zwei Leerzeichen? Nein. Muss ich diese komischen... Unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich, ich probiere es trotzdem. Nein. Ich reiß nicht. Was ist denn jetzt falsch? Ich denke, guck mal. Aber was, wenn ich was Falsches eingebe? Naja, sagt mir auch nichts. Okay, IQ. Das hier ist eigentlich richtig. Bin ich komplett dämlich und sehe irgendwas falsch? Ich probier's nochmal im Moment mal. Hey, jetzt sagt ihr mir das. Oh. Okay, got it. Ich kann das scheiß WLAN von da nicht erreichen. Wow. Fucking wow. So, Moment. Leerzeichen. Hab was gehört. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ach du Scheiße, dauert das lange. Florida, okay. PWF.
1, 3, 8, 2. 4, 4, 5. Florida. Merke ich mal. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier genauso funktioniert wie in den alten Teilen. Wie ganz am Anfang, wo ich Alt-F4en kann, damit ich meinen Save-Punkt behalte. Ich hoffe es mal. Das wäre sehr fucking gut. Weil dann werde ich jetzt sowas von abusen. Wir haben schon einen Save-Punkt. Alle 20 Minuten ist einmal gespeichert. Das weiß ich. Kann ich da jetzt reingehen? Das hier was, ne? Florida. Damit habe ich sehr gute Connection. Das ist nett. Muss ich jedes Mal neu eingeben? Ernsthaft? Okay, kann ich einfach disconnecten und bleibt dann da drin, wenn ich wieder reingehe? Och, das ist doch... Okay, dann bleiben wir einfach fucking disconnected, bin ich gerade. Gut, also, weiter scannen. Oder habe ich jetzt einfach nur das WLAN, das reicht? Okay, das hatte ich ja schon. Wahrscheinlich kann ich noch andere scannen später. Okay. Das heißt, wir sind damit jetzt eigentlich erstmal durch. Wahrscheinlich soll ich jetzt schließen, damit die Chance nicht höher ist, dass ich gehackt werde oder so. Wenn ich gehackt werde. Erwischt wieder von Psy. Deswegen springe ich jetzt einfach mal wieder hier rein. Florida. Ich kann nicht hier Eingabe drücken, ist ein bisschen nervig. Schauen wir jetzt mal, wie die Connection hiermit ist. Die ist schon ein bisschen schneller. Immerhin. Ist ein Anfang. Das Problem ist halt, wenn ich jetzt meinen Router ändere. Ach, es wird so nervig. Es wird alles so nervig. Wenn ich die Position von meinem Router ändere, verliere ich auch wieder die Connection hierzu. Muss dann auch jedes Mal wieder neu machen. Wieso denn? Okay, komm, wechsel mal WLAN. So. Ich habe hier noch ein paar Techniken durchgelesen, wie Leute anscheinend spielen. Viele sagen, dass sie am Anfang einfach nur unglaublich lang warten, bis sie viel Geld haben und dafür die ganze versuchen, gehackt zu werden. Bis sie genug Geld haben, diesen Key. Hat das was zu bedeuten? Kann ich hier auch einen WLAN hacken, wenn es hier steht? Ja, hier gibt's andere. Hier gibt's andere. Das ist gut. Okay, also fick die Scheiße hier. Ich will gar nicht erst ins Spiel reingehen. Ich will ein bisschen weiter hacken. Da habe ich mehr Bock drauf. Das macht viel mehr Spaß. Wie? Achso, WEP. Scan. Vielleicht finde ich ja neue. Mir fällt gerade auf, ich muss die Sachen da oben eigentlich gar nicht aufschreiben. Oh. Okay, wir haben mehrere. Wir haben mehrere. Wir schnappen uns mal, welches ist besser? D5. Ist ziemlich scheiße. SS Wi-Fi. Ist auch ziemlich scheiße. Aber ich merke gerade, das hier hat eine extrem gute Connection, da direkt, wo wir halt dran sind wahrscheinlich. Okay, also schnappen wir uns D5. Dings da. Kann ich es nicht kopieren? Ne, kann ich nicht. Hier ist jetzt Probe. Y, W, V9, W, B, A, A, V, C, 1, 200. Ja. Wie kann ich das überhaupt machen ohne Internet? Geht das? Muss ich nicht irgendwie eine Connection haben zu dem WLAN? Ich meine, habe ich ja. Aber kann ich ohne selbst mit irgendwas verbunden zu sein? I don't know. I do not know. Falsch, okay. 200, 400. Ich meine, ich habe mal bei wem gesehen, dass er eine zu hohe Anzahl gegeben hat, dass er das WLAN kurz gecrashed. Wenn man zu viele Ports auf einmal probiert. Werden Sie gleich sehen. Wahrscheinlich ist ein Port ziemlich weit oben, wir finden ihn gar nicht. Und sterben vorher wieder an der Polizei, die uns... Obwohl wir kein WLAN benutzen, sofort wieder erkennen. Das wäre wunderschön. 400, 600. War da gerade was? Ich
dachte, ich hätte gerade was gehört, Mann. Hab ich's auch gehört? Was? Achso, ich hab AAD eingegeben, what the fuck. Ich spiele nicht, Mann. Guck mal, die Sache ist halt. Bin ich im WLAN? Nee. Ich habe absolut überhaupt keinen Progress gemacht. Ich hänge immer noch komplett fest am Anfang. Oh, 600. Nee, doch nicht. Und. Ja. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich jederzeit sterben könnte. Es ist ein bisschen. Zu hart. Ich würde gern zumindest wie im alten Spiel so die ersten 4-5 Keys bekommen, ohne große Probleme. Und dann fängt an, das Spiel schwer zu werden. Aber hier verreckt man einfach die ganze Zeit. Okay, 7, 3, 8. Hier ist Crack. Aber ich kann es vielleicht so eingeben wie eben. Crack. Und dann. Was muss ich eingeben? 8. 7, 3, 8. Okay. Ah. Das ist schrecklich. Gut. Wieder 18.000 verschiedene Keys probieren. Keys pro Sekunde. Ist nicht schlecht. Kann ich hier noch irgendwas? Ich muss online sein dafür, ne? Dann gehe ich mal kurz hier rein. Und hole mir. Was ist der Markt hier? Ja. Backdoor Hack. Ich nehme es aber ganz offline. Kann ich vielleicht durchs Hacken ein bisschen Geld verdienen? Vielleicht ist das ja ganz gut. Vincent ist das Passwort, okay. Wie heißt das Ding überhaupt? D59. Das reicht, man muss einfach eh nicht hinschreiben. Vincent. Ich weiß ja schon, welches denn gemeint ist. Gleich WLAN kurz wechseln, während ich Sachen runterlade. So. Bin ich drin? Ja, bin ich. Ich spamme für die Dinger hier. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Vielleicht schon. Und ich versuche mir einfach mal ganz oft hacken zu lassen. Vielleicht hilft das ja. Weil ich kann mir nämlich dann ganz später den KeyQ da holen. Und dann wird mir jedes Mal nämlich gesagt, wenn auf einer Seite ein Key ist. Und dann weiß ich, okay, hier muss ich genauer gucken. Und ich glaube, das ist ziemlich fucking hilfreich. Weil sie ganz andere Sachen nicht holen können. Hiermit kann ich andere WLANs cracken. Das ist wahrscheinlich ziemlich gut. Das werde ich brauchen. Irgendwann. Okay. Switchen wir wieder WLAN. Zu unserem normalen. Gehen wir ins Internet. Ich freue mich schon. Großartig. Ich weiß nicht, ob man Skybreak offen lassen sollte oder nicht. Ich hoffe, es macht keinen Unterschied. Gehen auf Fuck you. Wieso werde ich gerade ohne Sound gehackt? Ich höre nichts. Ist das der Fahrstuhl? Hört ihr das? Das klang wie ein Fahrstuhl, Mann. Hab ich gerade Geld dafür bekommen? Ja, fast gar nichts, Mann. Großartig. Okay, WLAN wechseln. Vincent. Homepage. Werde ich jedes Mal gehackt, wenn ich da drauf gehe? Wenn ja, wäre das geil. Nochmal das Ding holen. Zumachen. Hackst du mich nur, wenn ich da drauf gehe? Ich glaube, ich ändere gleich mal die Position von meinem Router und kann ins andere WLAN da hinten reingehen. Wow, großartig. Okay, nehme ich dich. Checken. Okay. Jetzt gehe ich in das eine, wo ich ein Passwort für habe. Wie soll das denn? Das hier noch? Florida. Flowrider. Homepage. Bald kann ich mir noch so ein Anti-Hack-Ding kaufen. Ich muss damit echt mein komplettes Geld verdienen, ne? Checken die Seite. Ja,
habe sogar ziemlich schnelles WLAN hier, muss ich sagen. Ist not bad. Aber komm, ich guck erstmal hier. Okay, da finde ich nichts. Vielleicht muss ich irgendwas anklicken. Ich habe nichts gefühlt auf der Seite, ob irgendwas sein kann. Wieso markieren? Seht dann, wenn irgendwas ist? Hm. Ich glaube nicht, dass auf der Seite irgendwas ist. Okay, ne. Deswegen ändere ich jetzt wieder das WLAN. Zu dem hier, ein gratis WLAN. Wunderschön. Mit einem tollen WLAN-Stick. Hm. Also ich werde die Technik probieren, dass ich keine VPNs hole. Mich einfach so oft hacken lasse, wie irgendwie möglich, damit ich dagegen ankämpfen kann und so vielleicht mein Geld verdiene. Vielleicht klappt's ja. Wer weiß. Deep.web. Vielleicht ist das ja ganz nett. Sobald ich auf der Seite drauf bin, wechsle ich mein WLAN wieder. Oh no. Fucking hell. Okay, was muss ich jetzt machen? Wo bin ich drin? Ich habe keine Ahnung, Mann. 803, oder? 3. Hat's geklappt? Anscheinend. Vielleicht hätte ich mir WLAN vorswitchen sollen. Achso, ist auch ausgegangen. Okay, alles in Ordnung. Dann gehe ich wieder aufs Gelockte. Connecte neu. Backdoor Hack. Okay, ich weiß nicht, wie gefährlich es ist, wenn das Licht ausgeht. Und was da passieren kann. Seite geht nicht. Okay. Da hat jemand gehupt draußen. Bedeutet das irgendwas? Bedeutet das irgendwas? Ich bin paranoid und wechsle wieder das WLAN. Okay, wenn ich auf der Seite drauf war. Okay, ich gehe auf irgendeine random Seite. Wenn ich drauf bin, wechsle ich das WLAN wieder. Man hat sau wenig Zeit, merke ich gerade. Okay, großartig, erstmal hier checken. Okay, Moment. So. Ich spiele komplett paranoid, ist mir scheißegal. Ich habe das Gefühl, man muss so spielen. Vincent. Anti-Hack-Ding. Neuladen. Auf Fußfetisch-Seite jetzt mal ein bisschen abchecken, ne? Da haben wir Bock drauf. Das ist der richtig geile Scheiß. Das ist der richtig geile Scheiß. Ich höre mal so ganz leise Geräusche irgendwo. Die machen ein bisschen Angst. Die machen mir ein bisschen Angst, okay. Oh! Okay, gut. Oh Mann, dieses scheiß Heckgeräusch ist so schlimm. Bla 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 bla. So, jetzt. Welches habe ich? Das Angenehme, okay. Das mag ich. Das spiele ich gerne.
viel habe ich bekommen? Fast gar nichts. Großartig. WLAN ändern, ich traue der Scheiße nicht. Oh, das Spiel ist einfach viel langsamer, aber wenn die ganze WLAN ändern muss, das ist ein bisschen nervig. Es ist gleich schon 11 Uhr, Alter. Fuck my life. Und es wird, glaube ich, schwerer, umso später es wird. Was ist das für Füße, Alter? Okay. Home. Ach, wir sind schon auf Home. Okay. WLAN. Okay, eine Seite machen wir noch. Nach der hier wechseln wir das WLAN. Alright. Zurück. Wir warten, bis wir zurückgehen. Vincent war das, ne? Ja, okay. Ich glaube, wir kommen relativ. Wir kommen nicht voran. Ich meine, wir gammeln hier schon eine Stunde in-game. Wir haben absolut gar nichts erreicht. Wir haben keinen Key. Aber wir waren schon auf zwei Seiten immerhin. Toll, ne? Oh, muss die ganze Zeit so aufpassen. Okay. Nix. Send me pics. Klar. Ich bin nur ein Fußfetisches Polizei. Kein Grund, Stress zu machen. Absolut kein Grund. Rap with me. Ugh. Okay. Das habe ich gehört. Gleich wieder WLAN wechseln. Obwohl, machen es anders. So ist viel angenehmer. Gehen jetzt hier rein. Okay, ich weiß nicht, welche Page es jetzt ist. Das ist ein kleines Problem. Ist jetzt hier die Homepage? Ich hoffe. Ja, okay. The Gray. Gehen wir mal auf The Fucking Gray. Vielleicht gibt es hier aber Schönes. Problem ist halt, niemand in der Welt hat leider Zeit, sich die Sachen hier durchzulesen, auch wenn die wahrscheinlich ziemlich fucking interessant sind. Übrigens habe ich jetzt mal die Facecam an eine andere Stelle gemacht. Ich habe jetzt mal gemerkt, dass oben links ein bisschen retarded war. Aber ey, ich bin halt retarded. Okay. Sehr viel klicken. Da können wir auf Yes drücken. Oh Gott, okay. Wechseln. Oh. Zum permanenten Wechseln ist echt ein bisschen nervig. Okay. Von dem, wie ich es mitbekommen habe, ist das einzige wirklich gefährliche. Was meinst du? Später Lucas, dieser Killer, der ihn verfolgt. Oh! Komm. Wir haben Key. Sollen wir weitersuchen? Können mehrere auf einer Seite sein? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Sehr fucking unwahrscheinlich. Okay, zurück auf die Homepage und dann wieder WLAN switchen. Das hier war's, ne? Vincent. Das war's nicht? Ah, das ist Florida. So, okay.
Backdoor Hack. Homepage. Okay, wir haben einen Key, haben wir. Was brauchen wir eigentlich alles? Master Key und dann 250 DOS Coins. Großartig. Wir haben ja natürlich genauso viel. Wundervoll. Wieso geht das nicht? I don't know. Wieso halt, ich brauche dringend Geld. So wie ich es mitbekommen habe, ist man einmal safe vor Lucas, weil er versucht die Tür... War das? Tür zu öffnen. Und ab dann kommt er leise rein, dann brauchst du einen Motion Tracker, damit du einfach hörst, wenn er kommt. Sonst bist du fucked. Sonst bist du absolut fucked. Okay, wo gehen wir hin? Skyweb? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine fucking Ahnung, Mann. Ich komme nicht mal annähernd dazu, um die Hälfte der Pages mir überhaupt mal anzugucken. Weil man muss einfach so viel Kram drumherum machen. Ich finde, ein bisschen mehr Fokus sollte auf dem Spiel selbst sein. Und nicht auf die ganze Zeit rumrennen. Ich bei jedem fucking Geräusch wirklich dahin renne. Okay. The Light Within. Tolle Seite. Das scheiß Hackergeräusch macht ihn aber wirklich paranoid, weil es ist so fucking laut, wenn man gehackt wird. Ich habe jetzt 20 Mal... Oh Gott, what? Alles gut. Okay, ich hatte einen halben DOS-Coin, glaube ich. Guck, wie viel ich jetzt bekomme, wenn es klappt. Ah, mehrere, okay. Ich schätze mal, es wird eine Reihe mehr. Ich habe gar nichts bekommen. What? One-Time-Use-Scripts. Habe ich irgendwas falsch gemacht, Mann? Habe ich irgendwas komplett nicht gerafft? Ist es vielleicht eine Anzahl von den Dingern? Ich raff nicht genau, wie es funktioniert. Vielleicht muss ich irgendwas anderes machen. Ich habe keine Ahnung, Mann. Whatever. What fucking ever. Vielleicht klappt es doch nicht so, wie ich dachte. Ich dachte, ich krieg damit jedes Mal Geld, wenn ich einen Hack blocke. Aber irgendwie... scheint das ja nicht so zu sein. Oder es wird einfach langsam mehr, umso öfter man es macht. Muss ich mal gucken, ob ich eins von den Dingern verloren habe. Ich habe mir gerade nicht sicher, ob ich direkt davon eins gekauft habe. Aber ich glaube, ich hatte vorher... Ich kaufe mich jetzt noch einen. Müsste ein 21 haben. Ich habe jetzt 21. Mal gucken, was passiert, wenn ich das nächste Mal gehackt werde. Ist ja gut, wenn man irgendwie triggern könnte, dass man gehackt wird oder so. Vielleicht gibt es eine Seite, auf der es recht wahrscheinlich ist. Ich habe keine Ahnung. Ich komme sehr schwer voran hier. Oh mein Gott. Okay. Anscheinend nichts. Nope. Homepage. Aber es scheint mir, als ob ich jetzt ein bisschen safer vor der Polizei bin. Als vorher. Ich glaube, man muss wirklich auch die Position vom WLAN ändern. Man darf nicht zu oft zum gleichen switchen oder so. Nicht mein eigenes. Homepage resetten. Ich will gleich gerne mal gehackt, um zu gucken, wie das funktioniert. Ich glaube, die Hackwahrscheinlichkeit runter machen ist nicht wichtig. Das sollte ich, glaube ich, nicht machen. Ich sollte mir eigentlich hier gar nichts holen, außer Motion Alert. Den brauche ich wahrscheinlich schon. Wondless. No idea what the fuck this is, steht dahinter. Großartig.
mach den Sound definitiv aus. Okay, hier ist nichts. Großartig, ich würde auch gern wieder gehen. What the fuck? Okay. Vincent. Reconnecten. Oh, ist das alles nervig. Okay. Puh. Eines Tages, meine Freunde. Eines fucking Tages. The End of New York. Klar. Ah, okay, okay, okay. Ich habe 1,7 und 21. Mal sehen, was bringt. Wir können es sonst drücken. Ich habe immer noch 21 und ich habe 0,2 bekommen. Really? Vielleicht wird es einfach jedes Mal mehr. Ich gucke jetzt, ob vielleicht irgendwo ein Key so liegt. Anscheinend nicht. WLAN switchen. Ich weiß nicht, ob es smart ist, wieder zu meinem zu gehen, da war ich mich eben schon drauf. Okay, hiernach wechsle ich die Position und gehe auf die beiden anderen WLAN-Dinger wieder. Okay. Ich komme hier irgendwo, ein Bild kann auch was sein. Ich glaube, das Video ist einfach 90% Mausklicken. Oh, ich brauche diesen Keyfinder, Mann. Das würde es so viel angenehmer machen, aber es läuft diesmal ganz okay. Nur geht es halt auch bald los, dass die fucking schweren Gegner, glaube ich, kommen. Und nicht nur Polizei ein Problem ist. Ich bin ein sehr guter Klicker, finde ich. Okay. Es ist nur klicken, ne? Ich darf dabei nicht wirklich reden, weil ich hören muss, was sie sagen. Ich darf nicht lesen, was hier steht, weil ich mich beeilen muss. Ich soll mein WLAN switchen, definitiv. Okay. Ist meine Tür verschlossen? Okay, ich würde nur mal sicher gehen. Jetzt mal ganz kurz die Seite checken, dann wechsle ich wieder die Position vom Router. Oder auch nicht. Ich muss checken. Was ist meine Tür? Ja, war's. Okay. 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 Das ist auf jeden Fall mein bester Versuch. Da rein. Reconnecten, ganz unten auf der Seite. Mal checken, was da gibt. Ich verdiene so langsam Geld. Das ist so schlimm. Muss man mehr von den Dingern holen? Deswegen brauche ich erstmal nicht mehr. Mach mal zu. Für die Chance, dass vielleicht die Polizei nervöser macht oder so. Okay, aber ich merke schon, wenn man richtig vorsichtig ist, so wie ich gerade bin, klappt es gut. Problem ist ja wahrscheinlich nur irgendwann die Zeit. Dass sie einfach nicht mehr genug Zeit haben, es abläuft und dann war es das. Und das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Okay, was kann ich irgendwas Sinnvolles holen? Bald. VPN will ich nicht. Mehr verschiedene. Fuck you. Kann ich durchgucken? Nein.
Okay. Bin ich safe? Okay. Okay, okay, okay. Sagen wollte, ich glaube, ich brauche mehr verschiedene WLAN-Dinger. Police-Scanner brauche ich nicht unbedingt. Remote VPN für mehr Geld verdienen, oder? Wahrscheinlich. Wo war ich eben? End of New York. Motion-Scanner brauche ich schon. Ich muss echt auf den Motion-Scanner sparen. Das ist fucking teuer, Mann. Hatte ich hier alles schon angeklickt? Ich glaube nicht. Okay, Homepage, WLAN zu wechseln wieder. Oh, wir haben einen Key, Jungs. Großartig, wir kommen echt gut voran. Wir haben jetzt 1,5 Stunden im Spiel verbraucht, was 45 Minuten echt sind, glaube ich. Yay. Switchen. Ich muss auf 45 eigentlich sparen. Ich brauche Cash. Ich brauche massenhaft Cash. Okay. Die 8. Sünde. Cooler Seitenname, Buddy. Die geht nicht? Okay. Akzeptiere ich. Akzeptiere ich, dass die Seite nicht funktioniert, dann gehe ich da halt nicht drauf. Finde ich in Ordnung. Ich finde es aber auch sehr gut, dass nur noch die Seiten angezeigt werden, auf die man wirklich drauf war. Und nicht die man angeklickt hat, wie ihr seht. Die 8. Sünde ist zum Beispiel jetzt nicht markiert. Ich wechsle auf das hier wieder. Das war Florida. Okay, wir haben 6 fucking DOS-Coins. Großartig. Bitte hack mich. Ich will gehackt werden. Ich will wieder das gleiche Spiel, was ich die ganze Zeit schon hatte, aber das ist wirklich ziemlich easy. St. Louis Arc. Mal sehen. Vielleicht gibt es da irgendwas Interessantes. Ich würde sagen, ich höre irgendwas. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, ich habe ein bisschen Angst. Bisschen nervös. Ich glaube, ich diesmal einen bekomme, nicht mal oder so. Ich habe keine Ahnung, ich krieg nicht viel. Oh, hier war es draufgeklickt. Ich weiß nicht, ob das smart war. What the fuck? Irgendeine abgefuckte Psychotheorie. Okay. Zudem wieder. Neu laden. Hoffen, dass ich nicht sterbe. Irgendwie. Mich wird Lucas irgendwann killen. Wette ich. Okay, zurück. Ach, meine Augen werden langsam müde. Das ist ein Spiel, wo ich so anstrengen muss die ganze Zeit. Okay. Aliens. Ich weiß nicht, ob man im Source Code wirklich gucken muss. Ich habe den Sinn davon nicht ganz verstanden, muss ich sagen. Sieht man darin Keys, die man sonst nicht sehen würde?
Oder siehst du nur ein Key da drin, wenn du sonst übersehen hast? Das verstehe ich halt nicht ganz. Switchen. Und hier nach dem Passwort gehe ich wieder mit dem Router hier hin. Okay, weil ich scheine soweit besser zu spielen als am Anfang. Ich komme ja halbwegs in Ordnung voran. Ich habe zwei WLAN-Dinger gehackt, all die wir hatten. Ich glaube, es gab noch eins. Es gibt noch eins, was ich hätte hacken können. Ich glaube, das mache ich gleich erstmal. Ich meine, es gab noch eins. Okay. Disconnect. Einfach immer sicher gehen. Ich weiß nicht, ob man überhaupt irgendwas sehen kann. Okay. Wo bist du, mein Hübscher? Hier. WP. Scan. Ich meine, D59 haben wir. Und ich meine, den anderen können wir noch cracken. Ich glaube, es gab noch einen anderen. Ja, SS Wi-Fi, genau. KS. Ah, ne. Probe. KS. 4Q. ZY, DA, FV, 1, 300. Mal schön viel Arbeit auf einmal. So gefällt mir das. Ich bleib dabei einfach mal lieber nicht im Internet. Weil ich der Scheiße nicht traue. Dann haben wir zumindest noch ein drittes? Ja, noch ein drittes wäre in der Position hier, in der anderen auch drei. Dann haben wir insgesamt sechs verschiedene. Das sollte reichen. Hoffe ich. Einer von denen dabei gewesen? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh. Das ging schnell. Warte. Crack. Ba, 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 ba. 8. 2, 9, 4. Sprich, Key. Für SS Wi-Fi war das, ne? Ja, SS Wi-Fi. Hat das Passwort. Komm. Sag's mir, Buddy. Na komm. Hast erst so 11.500 gecheckt? Ich meine, ich lasse noch ein bisschen Zeit, das würde kein Problem, ne? Während du suchst. Check nur, was vor unserer Tür abgeht. Ist immer abgeschlossen? Ja. Sehr gut. Immer wieder auf Nummer sicher gehen, ne? 1986. Okay. 1986. Wir sind drin. Das ist gut. Also, resetten. Ich weiß gar nicht, auf welcher Seite wir waren. Why die? Achso, nee, nee, da will ich gar nicht hin. Nein, ich bin nicht Favorit. Ich höre teilweise Sachen im echten Leben und denke, das ist im Spiel. Bei anderen Spielen ist es immer andersrum, dass mich Sorgen macht. Oh, ich habe es im Spiel gehört. Ich dachte, es ist im echten Leben. Nee, hier denkst du andersrum. Hier will ich, dass es im echten Leben ist. Fühle mich sicherer. Skyweb. Dich kann ich wieder zumachen. Ich brauche jetzt mal nicht mehr. Ja. Okay. Ich habe 9,4. Guck, ich soll vielleicht mehr bekommen. Ich krieg immer nur das, ne? Ich meine, ich habe nichts dagegen. Ist ein bisschen schwerer, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich dadurch irgendwas bekomme, Mann. Ob mir das irgendwas bringt. Ich meine, ich kann ja mehrere von den Teilen bekommen, aber irgendwie bekomme ich dadurch nicht mehr. I don't get it. I don't fucking get it. Warte mal. Oh. Durch das bekomme ich nichts. Oh, fuck you. Fuck you. Die haben extra bei dem Tipp dahingeschrieben, außer Zone Wall. Also ich krieg mir alles durchs Hackengeld, außer durch den scheiß Hack, den ich jetzt schon die ganze Zeit bekomme. Hab ich einfach Pech. Ich muss ja enormes Pech haben, Alter. Ist ja grausam. Leck mich. Okay.
Ich würde sagen, wir probieren es nochmal so bis 12 Uhr nachts. Und dann werde ich immer speichern. Wir kommen gerade in Ordnung voran. Und ich will nicht einfach nur sterben, weil ich müde werde. Wieso kann ich nicht auf die fucking Page? Bin ich nicht connected? Anscheinend war ich nicht connected. Achso, so. Okay, können wir irgendwas... Wir sparen einfach Geld. Wir sparen es einfach. Ich glaube, wir haben bis 4 Uhr morgen Zeit, oder? Meine ich. Wo wollten wir hin? Skyweb. Ich meine, ich habe wen gehört, der gerade meine Tür rumgemacht hat. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Die Seite geht nicht. Okay. Such a bit motley. What? Wie? What? Ich meinte, ich hatte ein ganz leises Geräusch an meiner Tür gehört. Und das stimmte anscheinend. Ich habe nachgeguckt und da war aber niemand. Hätte ich einfach nicht nachgucken sollen, ich hätte mich einfach verstecken sollen? What the fuck, Mann? Oh, ich hatte einen Key und wir hatten schon 30... Oh, Mann. Okay. Ich brauche eine Pause. Das ist zu anstrengend, die Scheiße. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, irgendwelche Tipps zu Sachen, die ich jetzt noch nicht weiß, am besten, wie ich einfach viel Geld verdienen kann. Was soll ich da machen? Ich meine, wahrscheinlich hätte ich mein Ding anders platzieren sollen. Und am Anfang scheint ich hier relativ safe zu sein. Die Polizei habe ich gerafft. Die Polizei ist kein Problem mehr. Wir haben gerade 2 Stunden überlebt, ohne die Polizei... Ich meine, ja, klar, wäre sie da gewesen, wäre ich auch tot gewesen. Aber... Okay, Lukas, wenn ich... dieses Türengeräusch höre, muss ich einfach meinen Raum verlassen. Wahrscheinlich mich einfach in der Dusche so verstecken. Schätze ich. Ich meinte nämlich, ich hatte gerade ein Geräusch, das klang ein bisschen wie so ein Lockpick, als ob jemand mit dem Schloss rumgemacht hat. Wahrscheinlich habe ich das auch gehört. Aber ich dachte, wenn da keiner ist, dann werde ich es wohl überleben. Ich meine, wir waren schon auf, ich glaube, 6, 7, 8 Seiten oder sowas. Haben einen Key gefunden, immerhin. Ich bin relativ zufrieden. Wir müssen nächstes Mal wieder komplett von vorne anfangen, was immer ein bisschen nervig ist. Wir müssen wieder die WLAN-Dinger hacken. Oh, nee, ey. Das meine ich halt. So jede Runde, die man spielt, braucht so eine halbe Stunde Vorbereitungszeit. Vielleicht 15 Minuten, wenn man irgendwann wirklich gut ist. Aber die muss man halt jedes Mal machen. Du musst das Ding jedes Mal an eine gute Stelle setzen. Du musst jedes Mal die WLAN-Dinger hacken, sonst wird es dann von der Polizei geflickt. Und ja. Okay, das Spiel spielt sich halt einfach super langsam, wie ihr mitbekommt. Man kommt einfach nicht dazu, die Seiten zu checken. Aber gut, wir sind relativ in Ordnung vorangekommen. Lasst bitte einen Daumen nach oben, wenn euch diese extra lange Folge von Welcome to the Game 2 gefallen hat. Und lasst mir ein paar Tipps da, wenn ihr welche wisst. Und schreibt, was ihr für ein Spiel haltet. Hat jetzt gerade ein bisschen mehr Spaß gemacht zu spielen als sonst, weil ich jetzt ein bisschen gerafft habe, was man machen muss. Auch wenn es immer noch verdammt anstrengend ist. Aber es ist halt wirklich so gedacht, dass es scheiße schwer sein soll. Man wahrscheinlich 1000 Mal stirbt, bevor man einmal Glück hat und ein Spiel schafft. Weil man soll das Spiel auch nur einmal durchspielen, dann hat es ja eigentlich erledigt. Soll ja super schwer sein. Puh. Ich weiß nicht, ob ich es jemals durchspielen werde. Aber ich werde versuchen, noch ein bisschen mehr Sachen zu finden. Ich wurde aber jetzt eben mal zumindest einmal von wem anders gekillt als der Polizei. Und dann bin ich sehr zufrieden. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Quapsit.